Wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Samstagnachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind beeindruckt von Ihrem Interesse, von Ihrem zahlreichen Erscheinen. Ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Regieporträt. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht unser Gast Cyril Test, der Regisseur, der jetzt in den Endproben zu Salome unterwegs ist, mit dem ganzen Haus. Und er hat mir vorhin anvertraut, diese letzten Tage, wo es auf die Generalprobe dann am Montagvormittag zugeht, sind für ihn extrem fordernd, belastend sogar. Ich füge gleich hinzu, er lässt es niemanden spüren. Alle fühlen sich unendlich wohl und aufgehoben in der Zusammenarbeit mit Cyril. Aber daher ein ganz, ganz großes Dankeschön sicher auch in Ihrem Namen an Cyril, dass er bereit ist, diese Stunde heute Nachmittag mit uns zu verbringen. Ich möchte mit der künstlerischen Frage zum künstlerischen Werdegang unseres Regisseures beginnen. Ich gehe davon aus, dass sein Name den wenigsten von Ihnen bisher ein Begriff gewesen sein dürfte. Bei mir war es jedenfalls so, es war wirklich ein unendlich glücklicher Zufall, der mich in eine Orchesterhauptprobe geführt hat an der Opera Comique. Ich war eingeladen dort zu einem Roundtable zu Beethovens Fidelio und am Abend hatten wir die Möglichkeit, die Orchesterhauptprobe einer Neuproduktion zu besuchen von Ambroise Thomas Hamlet, die Hamlet-Vertonung von Thomas. Und ich las den Namen des Regisseurs, der mir gar nichts sagte. Und umso überraschter und beeindruckt war ich dann vom Verlauf einer außergewöhnlichen Endprobe, die ich in der Comique erlebt habe im Winter 2018. Wir werden ausführlich noch auf dieses Ereignis zurückkommen. Als ich dann unter dem Eindruck dieser Endprobe stehend mit meiner Recherche begann, stellte ich fest, dass das tatsächlich sich um die erste Operninszenierung dieses Regisseurs handelte, was für mich nahezu unglaublich war angesichts der Durchdringung, der gemeinsam mit den Sängern, gemeinsam mit allen Mitwirkenden, der physischen, der gedanklichen, der geistigen Durchdringung dieser Partitur und dieses Theaters. Und meine nächsten Schritte, meine Annäherungen, die nächsten waren dann, dass ich natürlich versucht habe, wo es nur irgend ging, mir Aufführungen von Cyril anzusehen. Ich durfte nach Frankreich fahren, ich durfte zum Festival Perspektiv, das ist ein deutsch-französisches Theater- und Kunstfestival in Saarbrücken, an der deutsch-französischen Grenze, wo ich eine wunderbare Aufführung von ihm sehen durfte. Und natürlich saß ich auch im Zuschauerraum der Comique, als Cyril seine zweite Oper inszenierte, nämlich Beethovens Fidelio. Ich beginne jetzt mit drei Schlüsselworten, mit denen ich ihn konfrontieren möchte. Sie betreffen seine Arbeit bis zum Zeitpunkt seiner ersten Operninszenierung, eben im Winter 2018. Cyril, j'aimerais commencer à te nommer trois mots-clés. Et je serais très heureux si tu pourrais un peu expliquer le contexte de ces mots-clés que je choisis. Le premier, c'est le collectif MXM. Also das erste Schlüsselwort lautet Kollektiv MXM. Bonjour, tout le monde, je vais parler en français. Ça va être plus simple pour moi. Es ist einfacher für mich, Französisch sich an Sie zu wenden heute. J'ai depuis 20 ans, on a fondé le collectif MXM. Es ist 20 Jahre her, dass er dieses Kollektiv MXM gegründet hat. Et nous sommes rencontrés au Conservatoire National Supérieur d'Informatique de Paris. Begegnet sind wir uns, die Gründer dieses Theaterkollektivs sind wir uns am Conservatoire National Supérieur, also dem höheren Konservatorium der dramatischen Kunst in Paris. Et on a, je crois, commencé à réfléchir à une nouvelle manière de travailler. Und wir haben begonnen, über eine neue Arbeitsweise nachzudenken. On a hérité d'un très grand patriarcat artistique.
Les grands metteurs en scène, toujours. Ja, wir sind natürlich Erben einer großen patriarchalen Tradition, künstlerischen Theatertradition. Ja, on avait envie de travailler de manière moins patriarcale. Und uns ging es genau darum, diese patriarchalen Strukturen abzubauen und zu hinterfragen. Que tout le monde ait une importance forte dans la création. Das heißt, dass jeder einzelne Mitwirkende einen entscheidenden und wesentlichen Beitrag zu einer der Kreation einer Inszenierung leistet. On parle souvent dans le théâtre, dans l'opéra aussi, des chanteurs, des acteurs, mais le théâtre c'est aussi une machine. Man spricht natürlich, wenn man über das Theater redet, meistens über Sänger oder Schauspieler, aber natürlich ist das gesamte Theater ein großer Mechanismus, eine große Maschine. Et on avait envie de construire ce collectif, qui est un collectif essentiellement de créateurs-techniciens. Das heißt, uns hat bewegt, dieser Wunsch, ein Kollektiv zu gründen, was aus künstlerisch Tätigen und aus Technikern sich zusammensetzt. Pour essayer de reformuler une nouvelle façon de faire du théâtre. Um zu einer Neuformulierung, einer Neudefinition eines Theaters zu gelangen. Toutes les révolutions artistiques ont dépendu, chaque fois, elles dépendent d'une manière que nous avons de produire le théâtre. Alle Weiterentwicklungen, alle Revolutionen in der Theaterkunst hängen immer zusammen mit einer Hinterfragung der Produktionsstrukturen, einer Neuerfindung auch der Produktionsstrukturen. Je pense à la nouvelle vague française, Godard, Truffaut. Denken Sie an die Nouvelle Vague im Kino, Godard, Truffaut. Et avant de faire de l'art, ils avaient envie de travailler autrement ensemble. Das heißt, bevor man Kunst machen wollte, gab es den Wunsch, anders zusammenzuarbeiten. Alors on s'est dit que c'était à nous de faire du théâtre demain, donc il fallait changer notre façon de produire. Das heißt, wenn wir tatsächlich das Theater von morgen schaffen wollen, dann müssen wir zuerst eine andere Art der Arbeitsweise entwickeln. Dans mon travail, quand on est comme ici, l'opéra est un art fabuleusement collectif. Die Oper ist das kollektive Kunstwerk schlechthin. Et pour moi, il y a toujours eu un souci que toutes les personnes qui travaillent avec moi ont la même importance. Und es war ihm immer wichtig, dass jeder einzelne Mitarbeiter den gleichen Wert hat in der Zusammenarbeit. C'est comme ça qu'on a commencé à construire notre collectif qui a 20 ans aujourd'hui et qui nous a permis de voyager encore aujourd'hui ici. Das ist also die Vorgeschichte dieses Kollektivs. MXN, was vor 20 Jahren gegründet worden ist und bis heute unterwegs ist. Ein mobiles Theater könnte man fast sagen, das auch in kleineren und kleinsten Städten Frankreichs große Theater kennt. C'est aussi, aussi un regard aussi, tu vois, c'est un regard aussi avec la peinture et l'art antique. Quand tu sais que de David à Phidias en Grèce, les œuvres ne pouvaient exister que s'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient et qui étaient ensemble sur tu vois, les projets qu'on appelait les fresques. Ja, genau. Er sagt auch, die großen Kunstwerke der bildenden Kunst, der Antike, die großen Fresken, waren nur möglich als Ergebnis, als Produkt einer kollektiven Zusammenarbeit. Mein nächstes Mot-clé, mein nächstes Schlüsselwort ist Laboratoire Nomade d'Arsenic. Also ein nomadisches Laboratorium der szenischen Künste. Depuis 15 ans en France, j'ai créé une école d'art. Er hat vor 15 Jahren hat er eine Kunstschule gegründet. Un peu dans l'Ile. Je ne sais pas si vous connaissez le Brooklyn College en Caroline du Nord, qui était le Black Mountain. Pardon. Black Mountain College. Setzt das in Beziehung zu Black Mountain College in Carolina. John Cage va sortir de là, Jasper Jones, tous les artistes d'une certaine époque sont sortis de cette école. Et eigentlich alle Künstler einer Generation, amerikanischen Künstler einer Generation, sind Absolventen dieser Schule. Et l'idée c'était de créer pour nous une école expérimentale. Und die Idee war, ein Experimentalstudio, eine Experimentalschule zu schaffen. Parce que j'accorde une très très grande importance à l'enseignement. Denn für ihn nimmt das Unterrichten einen ganz, ganz zentralen Stellenwert ein in seinem Selbstverständnis. Et on a commencé à créer une méthode qui vient un petit peu de croiser nos savoir-faire. Architecture, Théâtre, Cinéma, Cuisine. Ja.
Es ist sozusagen ein Aufeinandertreffen und ein Austausch der verschiedensten Künste, eben von der Architektur bis zur Kulinarik. Là, je suis actuellement pour la, par exemple, pour la Quadriennale de Prague. Je suis commissaire d'exposition du pavillon français. Ja, das heißt, er kuratiert bei der Quadriennale in Prag den französischen Pavillon. Pour l'architecture et le design. Für Architektur und Design. Et la marraine de la pédagogie de ce projet d'école, c'est un projet d'école supérieure. C'est un Hochschulprojekt. C'est une design culinaire. C'est une chef cuisinière. Ah, das ist tatsächlich ein Chefkoch, der da mit dem er gemeinsam dieses Programm kuratieren wird. La première chose que je dis à mes étudiants qui travaillent en architecture, le premier sens que vous allez travailler avec votre marraine, ça va être le goût. Das heißt, den ersten Sinn, an dem ihr arbeiten müsst mit eurem Paten, das ist der Geschmackssinn. Et je vous avoue qu'ils étaient un peu surpris au départ. Ils étaient un peu surpris au départ. Sie waren durchaus erstaunt, das zu hören. Mais je crois au savoir-faire pluriel, tu vois. La manière que je vais travailler, quand je travaille avec un chef, par exemple en cuisine, je le vois avec sa brigade, comment il travaille les produits, j'observe sa manière de travailler, ses mots, et je me rends compte qu'on peut tout à fait, tu vois, faire la même chose de mon côté. J'apprends aussi. Das heißt, auch er lernt bei der Beobachtung eines Chefkochs, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, wie er sich an sie wendet. Davon lernt er auch für seine Tätigkeit als Regisseur. D'où le laboratoire de Marseille, c'est ça. Daher, so erklärt sich dieser Begriff Laboratoire Nomade d'Arsenic. Das dritte Schlüsselwort, bei dem ich um seine Erklärung bitte, c'est le concept de performance filmique, also eine filmische Performance. Was können wir uns darunter vorstellen? La performance filmique, c'était une manière de. De changer la façon de faire le cinéma. Auch hier geht es im Grunde darum, die Art und Weise, wie Kino produziert wird, zu verändern. Nous sommes des gens de théâtre, avant tout. Vor allem, er versteht sich in erster Linie als Theatermann. Et la vidéo, le cinéma, si tu veux, c'est aussi important pour moi que de la lumière. Aber für ihn spielt Video und Film spielt für ihn eine ähnliche Rolle wie das Licht in einem Theater. Mais la beauté de notre métier, c'est qu'on fait du spectacle vivant, c'est-à-dire qui est en train de se faire, tu vois, qui est en train de se jouer. Si vous venez à l'opéra, si vous venez au théâtre, avant tout, c'est pour nous voir performer, tu vois. Et l'idée était de faire performer un art qui n'était pas fait pour ça. Die Idee dahinter ist genau die, das heißt, das was für uns sehr kostbar und einzigartig ist im Theater, ist ja tatsächlich der Vorgang, dass es live entsteht. In der Anwesenheit und vor den Augen, vor den Sinnen des Publikums. Und ihn hat interessiert eine Kunst, die eigentlich nur das fertige Ergebnis, nämlich den fertig geschnittenen Film präsentiert und beliebig wiederholt werden kann. Und genau sozusagen das Medium des Films und des Videos zu theatralisieren. Sprich, dass wir sozusagen der Entstehung dieses Videos, der Video- und der Filmbilder in Echtzeit beiwohnen, beinahe wie in einer Theateraufführung. La vidéo a été très souvent et encore aujourd'hui très critiquée. Sie wissen das Video ist ja durchaus umstritten in der heutigen Gegenwart. Mais j'ai une théorie. Oder der Einsatz des Videos im Theater, Sie haben mich verstanden. Aber er hat dazu eine Theorie. Le grand drame de l'utilisation de la vidéo au théâtre, c'est parce qu'on travaille l'image à l'œil, alors qu'il faut la travailler à l'oreille. Und er sagt, die Fehler, die Probleme entstehen in dem Moment, wo die Bilder, die Videobilder für das Auge produziert werden. Aber er sagt, ich produziere Videobilder für das Gehör. C'est pour ça que souvent la vidéo, elle dérange. Parce qu'elle n'écoute pas, elle n'est pas travaillée dans l'écoute. Und das ist der Grund, warum Video gelegentlich als störend empfunden wird, weil es nämlich nicht letztlich abgestimmt ist, nicht aus einer Wahrnehmung der Musik heraus generiert wird, auf die Musik selber abgestimmt ist. Donc la performance filmique, c'était une manière d'écouter le cinéma. Das heißt, die Performance filmique ist im Grunde ist die Kunst, Kino zu hören. Wunderbar, vielen Dank. Sie merken, dass hohe auch reflexionssprachliche Differenzierungs- und Reflexionsniveau, was es zu seinem großen Vergnügen macht, Cyril zu lauschen.
Wir kommen zu der, ich nähere mich jetzt der ersten Opernarbeit von Cyril Test, Hamlet, eine Opera, keine Komik, keine gesprochene Dialoge, eine durchkomponierte Oper von Ambroise Thomas. Ich habe einige Videosequenzen herausgesucht für uns heute und genau, und ich glaube, es ist eigentlich schön, auch gerade wenn wir das eben Gesagte auch noch im Ohr haben, wenn wir uns die erste Sequenz jetzt vor Augen führen. Ich habe auch verteilt auf Ihren Sitzen, ich hoffe, jeder, der das möchte, der das braucht, hat es auch vorgefunden. Wer mitlesen möchte, wer die deutsche Übersetzung des gesungenen französischen Textes mitlesen möchte, darf das natürlich gerne tun. Wir sehen jetzt eine Aufzeichnung, die auch im französischen Fernsehen bereits zu sehen war. Ich habe bewusst jetzt diese Produktion, das gibt es mittlerweile auch als DVD, es ist auch kommerziell erhältlich, ist auch dann ausgestattet mit einem Bedienungskomfort und natürlich auch mit den entsprechenden Untertitelungen. Ich wollte jetzt hier sozusagen das Bild nicht mit Übertiteln noch zusätzlich belasten. Und wir sehen eine hören eine Sequenz aus dem ersten Akt dieser Oper. Ja, ich glaube, ohne weitere Anmoderation sehen wir uns jetzt gleich die erste Videosequenz an. Wir haben uns eingeblendet in die Feierlichkeiten zur Hochzeit von Claudius und Gertrud, der verwitweten Mutter Hamlets. Wir sind dann dem Helden sozusagen bei der subjektiven Kamerafahrt gefolgt. Sie haben gesehen, wie die live in Echtzeit produziert worden ist. Und die Klammer schließt sich dann, indem wir quasi uns wiederfinden im Außerhalb, auf der Terrasse von Helsingør, wo sich Horatius und Marcellus, die diesen Geist von Hamlets Vater gesehen haben wollen, sich verabredet haben mit Hamlet, in der Erwartung, dass dieser Geist von Hamlets Vater sich noch einmal zeigen würde. Cyril, j'ai choisi cette séquence parce que reçoit une idée de la machine du théâtre dont tu as parlé. Donc, tu as mis en scène, tu as activé tous les coordonnées spatiaux, pas seulement du plateau, mais aussi de l'opéra comique entière. Habe Cyril darauf angesprochen, dass er ja, sozusagen mit sichtbar wurde in dieser Sequenz, wie er mit allen räumlichen Theatern, räumlichen Dimensionen dieses Theaterereignisses jongliert und sie thematisiert, nicht nur die im engeren Sinne zur Bühne gehörigen, sondern den gesamten Zuschauerraum der Opera Comique mitbespielt. Es gibt für Clairet ce travail. Le Hamlet dit, le théâtre, c'est le piège où je prends la conscience du roi. Ja, natürlich im Hamlet bei Shakespeare und bei Thomas genauso steht natürlich die Mousetrap, also das Theater als Falle, in die der Mörder von Hamlets Vater sich begibt, im Mittelpunkt, die berühmte Mausefalle. Hamlet, c'est une œuvre qui redonne l'importance que le théâtre a dans notre société. Das heißt, der Stoff des Hamlet gibt dem Theater die Bedeutung zurück, die es in unserer Gegenwart, in unserer Gesellschaft hat. Parce que le théâtre, c'est un outil politique. C'est un outil politique. Un outil, un instrument. Ah, denn das Theater ist ein gesellschaftliches, ein politisches Werkzeug, in Cyrils Verständnis. Et ce qui est important pour nous, c'est d'utiliser le théâtre comme dans toute son entièreté. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit, par exemple, les élections en France présidentielles sont très théâtrales. Das heißt, es geht um das theatralische Ereignis als Ganzes, das er in seinen Arbeiten reflektiert. Und er sagt auch, die Präsidentschaftswahlen in Frankreich beispielsweise sind extrem theatralisch. Même si ce sont pas toujours de bons acteurs. Auch wenn die Schauspieler gelegentlich zu wünschen übrig lassen. Et j'avais envie de raconter ça, c'était de dire que Hamlet voulait redonner le pouvoir au théâtre. Das heißt, Hamlet möchte dem Theater seine Macht zurückgeben. Claudius a pris le pouvoir par le prisme du théâtre.
Le théâtre est un instrument qu'on utilise beaucoup aujourd'hui en politique et en communication. Das heißt, er möchte sozusagen das Theater, das Claudius, sein Stiefvater, was er annektiert hat, das möchte er zurückerobern. Aujourd'hui, les élections, quelles qu'elles soient, sont extrêmement spectaculaires. Heute sind Wahlen ein Spektakel geworden. Et souvent, on vote pour celui qui a créé le meilleur spectacle. Und oft gewinnt der, der das beste Spektakel organisiert. Ce qui est très important, c'est la question du récit. Le pouvoir a été pris par des gens qui ont créé des récits, des grands récits. Das heißt, dass die Macht ist in die Hände derjenigen übergegangen, die ein Narrativ herzustellen wissen. Et le récit est un élément, un instrument puissant de pouvoir. Und das Narrativ ist ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug der Macht. Hamlet dit à ce moment-là, je vais reprendre le pouvoir par le théâtre. Hamlet sagt, ich hole mir durch das Theater die Macht zurück. Et montré par le prisme du théâtre, comment aujourd'hui ces gens-là ne sont pas toujours de bons récitants. Und er zeigt, dass die Protagonisten dieses politischen Theaters oft keine guten Darsteller sind. C'est Hamlet. Das ist für ihn der Kern der Hamlet-Erzählung. Ja, ich denke, wir steigen gleich. Ein etwas kürzerer Ausschnitt, den ich ausgesucht habe aus dem dritten Akt. Das ist die Wiedererscheinung, das zweite Erscheinen des Schattens, des Geistes von Hamlets Vater, nur gesehen von ihm. Er erscheint während dieser heftigen, auch physisch gewaltsamen Auseinandersetzung Hamlets mit seiner Mutter. Ich will jetzt Cyril ansprechen auf die in meinen Augen ganz wunderbar eindringliche, bei aller Schlichtheit, gerade durch die Zurückgenommenheit des schauspielerischen Stils, die ganz, ganz tiefe, kognitive, gedankliche Durchdringung der Charaktere durch die Darsteller. Das ist für mich eine große Besonderheit, die seine Inszenierung auszeichnet. Eine Besonderheit, die vielleicht in der Oper umso kostbarer ist, weil sie möglicherweise sehr viel schwerer herzustellen ist als im Schauspiel. Natürlich, weil der Gesang natürlich auch eine physische Aktivität ist und umso beglückender, wenn tatsächlich ein solcher Verinnerlichungsgrad, wie wir ihn gerade sehen konnten, zu erleben ist im Rahmen einer Opernaufführung. Cyril, je parle de cette manière, cette aisance du jeu théâtral qui efface toute fausse théâtralité, tout pathétisme gratuit et qui trouve vraiment l'essence du sentiment et de la pensée. Est-ce que tu peux raconter un peu aussi comment est-ce que tu as pu développer ce type d'action avec des chanteurs d'opéra qui peut-être sont conditionnés d'abord avec une autre physicalité. Alors déjà, moi je viens du masque. J'ai eu la chance de travailler avec Mario Gonzalez ou Scribani du Piccolo Théâtre pour la Comédie dell'Arte. Donc le masque était très important dans mon histoire déjà. In seiner Geschichte spielt der Umgang mit der Maske eine zentrale Rolle. Er erinnert an zwei Schauspieler des Piccolo Teatro, die in ganz berühmten Goldoni-Aufführungen mitgewirkt haben, bei denen er offenbar auch studiert hat. Also er beginnt seine Erklärung mit dem Verweis auf die Maske. On dirait pas comme ça, mais j'étais Harlequin. J'étais un Harlequin. Ja, und ihre das muss ich jetzt natürlich gegen seinen ausdrücklichen Wunsch übersetzen, dass er tatsächlich auch unter ihrer Anleitung den Arlecchino gespielt hat. Quand on travaille sur le masque, il y a deux choses très importantes. Il y a à la fois l'expression des choses, de bien exprimer et d'agrandir l'expression. Mais l'expression ne peut pas exister si elle ne vient pas de l'intérieur. Es sind zwei Dinge, die das Spiel mit einer Maske erfordern, nämlich einerseits natürlich den Ausdruck für jeden einzelnen Moment, l'expression, aber natürlich dieser Ausdruck darf nicht von außen aufgesetzt sein, sondern er muss von innen heraus entstehen.
on exprime quelque chose de manière un peu plus exagérée, ce qui est dangereux parfois, c'est de vouloir expliquer au public ce que je ressens. Und in dem Moment, wo man etwas übertreibt, den Ausdruck, einen emotionalen Ausdruck etwas übertreibt, dann begeht man den Fehler, dem Publikum etwas zu erklären. Also die Beweggründe, die Psyche, die Motivation einer Figur zu erklären. Donc je dis toujours à mes acteurs que le public est plus intelligent que nous. Das heißt, er sagt immer, das Publikum ist intelligenter als wir. On n'a pas besoin de lui expliquer ce wir müssen ihm nichts erklären. Je viens de l'école aussi d'une école de cinéma où on disait les gens viennent voir des personnages qui sont écrasés par les événements. Das heißt, er kommt auch aus einer Schauspielschule für filmische Darstellung, wo er sagt, die Figuren, um die es geht, sie werden gleichsam zerschmettert, überrollt von den Ereignissen. Quand je vais au théâtre, je vais pas voir du théâtre pour qu'on m'explique ce qu'est la vie. Je viens voir la vie. Das heißt, ich möchte nicht, dass man mir im Theater das Leben erklärt, sondern ich möchte das Leben sehen. C'est très différent. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Et opéra comme théâtre d'ailleurs, parce que l'opéra n'est pas forcément plus les chanteurs d'opéra. Il y a une génération aujourd'hui qui est extraordinaire, des chanteurs Stéphane de Gouze, Sabine de Vielle, et j'en passe, tu vois, et d'autres, Malin Bistot, tu vois, et d'autres, Gerhard Siegel, et tous ceux que j'oublie, sont aussi de très grands acteurs. Das heißt, es gibt auch mittlerweile eine ganze Generation, eine ganze Sängergeneration, die herangereift ist. Er hat Sabine de Vielle genannt, wir werden sie gleich noch als Ophélie erleben, neben auch Mitwirkenden jetzt der Salome-Produktion, wo er sagt, das sind auch zugleich große Schauspieler. Et je pense qu'on peut, pardon, je pense qu'on peut allier l'authenticité, la sincérité, parce que je pense à l'opéra, quand j'écoute Philippe Jourdan, et qu'il les fait travailler sur le chant, ce qu'il veut, c'est la pureté dans le rythme, dans la note, il cherche quelque chose d'extrêmement précis. Et le jeu doit être à la hauteur de la musique. Und natürlich, er sagt genauso, wie er das bei Philipp Jordan beobachtet, dieses Bestehen wirklich auf der Präzision, auf der Genauigkeit, auf dem Detail, genau das strebt er in seiner Inszenierung an. Er möchte, dass die Inszenierung auch auf dieser Ebene, auf Augenhöhe mit der Musik sich bewegt. Donc je dis souvent aux chanteurs, quand ils sont surpris, par exemple, de ne pas faire de double take. Qu'est-ce que c'est? Double take, tu sais. Double take. What? Ja, ja. Das heißt, er fordert sie beispielsweise eben, ein solche Double Takes zu spielen. Das möchte er, das nimmt er ihnen. It's not important. Er sagt, das ist unwichtig. Das ist unwichtig. When you are surprised, one movement is it's yeah. Okay. Es reicht, eine Bewegung reicht. Du musst es nicht verdoppeln, wenn du dein Erstaunen spielst. Mais parfois, si on regarde bien, look the difference. The first is wow, and the second is just wow. I think that I prefer the second. La caractéristique de notre travail, c'est d'aller chercher vraiment la profondeur des émotions. Parce que je crois que le théâtre est un lieu où on doit continuer de croire aux histoires. Et pour croire aux histoires, c'est comme avec... Moi j'ai deux enfants, et quand je leur raconte l'histoire, des histoires avant de se coucher, ce qui est très important, c'est d'être le plus simple et le plus sincère possible pour que lui puisse imaginer derrière la monstruosité des personnes. Tu comprends? Ja, bien sûr. Er sagt, für ihn ist das ganz, ganz wichtig, die Authentizität der Emotionen, für ihn das die entscheidende Kriterium für Theaterarbeit. Er sagt, das ist nicht anders, wie wenn er seinen beiden Kindern abends vor dem zu Bett gehen, wenn er ihnen eine Geschichte erzählt. Auch da bemüht er sich um die größtmögliche Schlichtheit. Und dann weiß er, dass in ihrer Fantasie sozusagen die Dinge, auch die Ungeheuerlichkeiten, von denen eine Geschichte erzählt, sich abbildet. Chaque jour que je travaille, la difficulté de mon métier, c'est quelque part de protéger, de préserver l'authenticité. Das heißt, für ihn ist ein ganz zentrales Anliegen seiner Arbeit, die Authentizität zu beschützen und zu bewahren. Mais l'authenticité est quelque chose de subjectif. Und die Authentizität aber als ein subjektiv. Ja, mon authenticité n'est pas forcément la vôtre. Denn meine Identität, Authentizität, sagt er, muss nicht zwingend auch die ihre sein. Et c'est là où il faut aller trouver un travail qui permet de trouver une authenticité universelle.
Und es geht darum, in der gemeinsamen Arbeit, im Austausch und gemeinsam als frischen Autors eine allgemeingültige Authentizität zu erreichen. Dans mon travail, j'ai découvert que l'authenticité, c'est quelque chose qui n'est pas éternel. Authentizität ist nichts, was ewig währt. L'authenticité, c'est une chose qui doit se re-questionner à chaque génération. Jede Generation muss Authentizität wieder neu hinterfragen und neu sich erarbeiten. J'adore Godard, j'adore Bergman, Tarkovsky, j'adore, je suis touché. Ja, er ist nach wie vor zutiefst berührt und er verehrt die großen Kinoregisseure wie Bergman, wie Tarkovsky. Et il faisait un théâtre et un cinéma authentique. Sie haben authentisches Theater, sie haben authentisches Kino gemacht. Mais quand on les écoute, tu vois, quand tu écoutes Godard, il parle comme ça tout le temps, Godard, il dit comme ça. Et c'est moi, are you talking like that? But that was the authenticity at its period. Und trotzdem ist ein Abstand spürbar. Trotzdem ist sozusagen seine Authentizität nicht mehr die unsere. Alors aujourd'hui, à nous de chercher où se trouve cette authenticité. Comment doit-on travailler pour que les gens écoutent et comprennent avec le plus simplement possible. Und das ist die Aufgabe. Wie schaffen wir es, dass die Leute auf die schlichteste, auf die einfachstmögliche Art zuhören können und Erfahrungen machen können, verstehen können. L'artiste a un devoir d'humilité envers la vie. On se doit d'être humble et de ne pas se vouloir plus intelligent, plus malin que le reste. Das heißt, für ihn ist auch eine wichtige Voraussetzung jedes künstlerischen Schaffens, ist die Demut dem Leben gegenüber. C'est pour ça qu'il faut chercher cette sincérité sans vouloir expliquer les choses. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich mit Erklärungen zurückhält. Je suis pas là pour amener des réponses. Meine Aufgabe ist es nicht, Antworten zu geben, mais pour poser les bonnes questions. Aber die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Ich glaube, dass diese, was Cyril uns jetzt skizziert hat, das betrifft ja alle Parameter seiner Aufführungen. Ich glaube, das ist auch über diese beiden Ausschnitte vielleicht schon im Ansatz auch für Sie deutlich geworden. Sie sehen auch im Kostüm- und Bühnenbild, es ist von einer äußersten Einfachheit und Schlichtheit. Für mich ist es hat eine modellhafte Klarheit, die Bühnenelemente, mit denen er arbeitet. Nichts ist sozusagen ausformuliert in einem jetzt naturalistischen oder realistischen Sinne. Und gleichwohl sind die Vorgänge, die erzählt werden, die inneren und die äußeren Vorgänge, ganz konkret für uns nachvollziehbar und lesbar. Also eine ganz, ganz, das Wunder einer wirklich entschlackten Ästhetik, eine Ästhetik des Spiels natürlich ganz zentral, der Akteure seines Theaters, aber das setzt sich fort. Das setzt sich fort im Kostümbild. Auch da finden Sie das wirklich auf die Essenz im Grunde zurückgeführt, das Kostümbild und das Bühnenbild. Und das Gleiche gilt auch für den Einsatz, glaube ich, aller anderen Parameter seines Theaters. Wir haben Sabine Devier, hat er schon als Erste erwähnt, als er gesprochen hat von der heutigen Sängergeneration, die auch großartige Schauspieler sind. Ich würde jetzt gerne gleich springen in eine Sequenz des vierten Aktes, die berühmte Wahnsinnsszene der Ophélie. Ja, leider, man unterbricht es sehr, sehr ungern. Auch hier ganz sichtbar, dass auch die Natürlichkeit, die Dezenz auch von Kostüm und Maske, auch das gehört zu dieser Ästhetik der Sublimierung, der Zurücknahme von Monsieur de Tess, denke ich, ganz zentral dazu. Im Vorspiel haben Sie auch gesehen, konnten Sie sehen, wie Monsieur de Tess eben auch die Seitenbühnen, auch die Zuschauerräumlichkeiten mit inszeniert. Je crois que c'était le bar de l'opéra comique. Première séquence, ja, bestätigt das. Das ist tatsächlich die Pausenbar, an der Ophélie sich angetrunken hat. Und es ist wunderbar, wie wir sie dann zu ihrem Auftritt begleiten, wie sie auch von einer Inspizientin aufgefangen wird. Ich musste unwillkürlich denken an eine wunderbare Aufführung
von Herrn Cyril Tesne, eine kleine Theatralisierung von Opening Night, einem berühmten Film von Cassavetes, den er mit der berühmten französischen Filmdiva Isabelle Adjani realisiert hat. Falls jemand von Ihnen diesen Film kennt, der endet ja auch damit, dass die Hauptdarstellerin völlig betrunkenem Zustand die Premierenvorstellung bestreiten muss. Das ist ein Film, den er oft erwähnt, auch das schwingt in diesem Vorlauf, den wir über Video beobachten konnten, auch das Publikum im Saal groß projiziert auf diese Decke, diese Projektionsfläche. Und dann sind wir sozusagen, befinden wir uns plötzlich in einer Kirche. Auch das ist wirklich ganz einfach, wie fast wie ein Baukastensystem wird eine Kirche imaginiert und später werden wir dann auch nach dem Tod, nach dem Selbstmord von Ophelie, auf den ja diese Szene dann hinsteuert, sie ertrinkt ja dann, auch da wird sie dann aufgebahrt sein. Aber Sie sehen, es bleibt alles skizzenhaft angedeutet, alles behält eine ganz, ganz große Leichtigkeit und es addiert sich nie zu einer realistischen oder gar naturalistischen Theaterkulisse. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne auch Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht sind ja bei Ihnen Fragen entstanden, vielleicht haben Sie Fragen mitgebracht, jetzt hätten Sie Gelegenheit, die zu stellen. Mein Kollege Oliver Lang wäre so nett, wenn Sie vielleicht sich melden würden, dann würde Oliver Ihnen ein Mikrofon anreichen, dann können auch alle Gäste Ihre Fragen auch verstehen. Fühlen Sie sich herzlich ein. Merci beaucoup. Eine allgemeine Frage. Können Sie vielleicht schon ein bisschen was verraten über das Konzept der Sagen? Oder ist die Frage ein bisschen für die Füße oder für die der Salon? Ja, die Frage musste kommen. Salomé, c'est marrant parce que tu présentes Hamlet. Et je pense que Salomé, c'est un peu le pendant féminin de Hamlet. Elle a la même histoire que Hamlet, puisque son père a été assassiné par son frère et a réépousé sa mère. Et on apparaît du côté d'Hamlet. Das heißt, es knüpft wunderbar auch an das Gesehene an, weil für ihn ist Salomé ein weiblicher Hamlet. Sie hat geteilt die gleiche Familiengeschichte. Auch in ihrer Familie hat ein Bruder den Vater ermordet und die Mutter geheiratet, um so an die Macht zu kommen. Also es ist genau das gleiche sozusagen Familienmuster, was wir auch in Salome sehen. In beiden Fällen, also ein Kind, das den Vater verloren hat, der Vater, der ermordet worden ist von dem Stiefvater. Et caché sous cette recherche, qui est la question de la famille, qui est quand même très important dans Salome, comme dans Hamlet, il y a le mythe d'Oedipe. Und natürlich unter diesen beiden Familientragödien liegt der Mythos des Ödipus. Pour moi, Salomé, c'était un nouveau chapitre sur la question de la famille que j'avais entamé avec Festel. Es ist für ihn im Grunde ein weiteres Kapitel seiner Untersuchung von Familienstrukturen. Ein wichtiges Kapitel war seine Inszenierung von Festen, das Fest, ein sehr berühmter Film von Winterberg, haben sicher viele von Ihnen gesehen, der ja auch in einer Theaterfassung von Winterberg international rezipiert worden ist. Und auch Cyril hat basierend auf diesem Theaterstück auch eine Performance auf Filmik, Cinematographic realisiert. Quand j'ai commencé à travailler sur Salomé, j'ai simplement essayé de comprendre qui elle était, à commencer par la découverte que c'est une adolescente de 14 ans. Und bei seiner Erkundung von Salomés Geschichte, das Erste, was ihn fasziniert hat, ist die Tatsache, dass sie eine junge Frau, fast noch ein Mädchen von 14 Jahren ist. Dans l'une de ses phrases les plus fortes sera le secret de l'amour est plus fort que le secret de la mort. Und vielleicht einer der stärksten Sätze des ganzen Stückes, den sie sagt, ist, das Geheimnis der Liebe ist stärker, ist größer als das Geheimnis des Todes. Mais quel secret? Aber welches, von welchem Geheimnis spricht sie genau? Est-ce que c'est le secret d'un père qui l'a trop mal regardé? Ist es das Geheimnis, dass ein Vater, ein Stiefvater, sie falsch angesehen hat, Herodes, auf eine falsche Art und Weise? Est-ce que c'est du coup elle, l'amour qu'elle peut porter pour Yohanan, mais
Elle n'a pas les codes pour aimer autrement. Ist es die Liebe, die sie zu Johanna verspürt, aber für die sie keine Code hat, wo ihr die, sozusagen die Artikulationsmöglichkeit fehlt, diese Liebe auszudrücken? Salomé, pour moi, est une des peut-être des plus belles histoires sur l'amour que j'ai rencontré dans mon travail, que je travaille depuis 25 ans. Je crois que c'est une des œuvres les plus, je sais pas, j'en ai des frissons, des plus profondes sur la question de la complexité de l'amour entre les êtres humains. Für ihn ist Salomé tatsächlich, das sagt er nach 25 Jahren Theaterarbeit, ist Salomé tatsächlich eine der größten, der stärksten Liebesgeschichten und eine der Geschichten, die vielleicht der Komplexität des menschlichen Begehrens am nächsten kommt. J'ai décidé de défendre Salomé. Mein Versuch ist, Salomé zu verteidigen. J'ai décidé qu'on arrête de la croire pour une femme hystérique. Und dass man endlich aufhört, sie als eine Hysterikerin zu verstehen. C'est avant tout un enfant qui a été détruit. Es ist vor allen Dingen ein Kind, das zerstört worden. Dans lequel on a produit du chaos dans son éducation. Ein Kind, das man ins Chaos gestürzt hat. Et elle est le magnifique miroir de cette société qui a créé du chaos en elle. Und sie ist nichts als der Spiegel der Gesellschaft, die dieses Chaos in ihr ausgelöst hat. Alors j'ai appris à l'écouter et à la rendre la plus belle possible, la plus délicate possible, mais aussi la plus blessée possible. Und ihm war es wichtig, dass sie die zarteste und die schönstmögliche Art und Weise erzählt wird, aber auch die am tiefsten verletzt worden ist. Son dernier acte est un acte poétique. Wenn Sie so wollen, ihre letzte Geste, ihr letzter Akt ist eine poetische Geste. Entre un beau-père qui l'a trop regardé, zwischen dem Stiefvater, der sie falsch angesehen hat und zu viel angesehen hat, et un père qui ne l'a jamais vu. Und ein Vater, den sie nie gesehen hat und der sie nie sehen konnte. Alors, si elle veut, je pense, naître, il faut qu'elle coupe la tête du patriarcat. Das heißt, sie hat keine andere Wahl, als das Patriarchat zu köpfen. Quand j'ai travaillé sur Salomé, j'ai été extrêmement bouleversé par cette question et du coup, j'ai commencé à travailler aussi avec des jeunes adolescentes et malignes, travailler sur la question de l'enfance et la question de l'adulte. Car Salomé regardait comme une adulte alors que c'est une enfant. Das heißt, das war für ihn von Anbeginn zentral, auch in der Arbeit mit Berlin, unserer Salome-Sängerin, weil natürlich muss diese Rolle natürlich von einer erwachsenen Frau gesungen werden, es geht physisch gar nicht anders, aber gleichzeitig muss man das Kind in ihr. Alors, je veux offrir un cadeau à Salome. Parce que quand on travaille sur des œuvres, on a une personnalisation de l'œuvre. C'est-à-dire que quand on est devant Salome, je suis obligé, moi, de l'écouter comme un être vivant. Das heißt, er muss sie als lebendes Wesen verstehen und begreifen und ihr gegenübertreten. Auch wenn sie nur eine Figur in einem literarischen Drama ist. Donc le cadeau que j'ai voulu refaire à Salomé, c'est de lui réoffrir un instant avec l'enfant qu'elle était. Das heißt, ihm war es wichtig, dass sie für einen Augenblick wieder zu dem Kind wird, das sie nicht sein durfte. Et de pouvoir par là retrouver cette blancheur de la lune qu'elle aime tant et qu'elle a perdue. Und darüber die Reinheit und die Weise des Mondes wiederzufinden, die sie verloren hat und nach der sie sich verzehrt. On appelle la poésie de l'enfance. Für ihn ist das eine Metapher für die Poesie der Kindheit. Alors la danse des étoiles, pour moi, c'est ce moment-là. C'est le moment où elle donne quelque chose d'elle sans aucun désir, sans aucun amour, sans rien. Elle le donne parce que c'est un deal. Ja, das heißt, dieser Tanz ist ein Deal. Das heißt, sie gibt etwas von sich. Mais par contre, elle ouvre les yeux à tout le monde en disant, celle que tu regardes n'a pas 30 ans, n'a pas 35 ans, n'a pas 40 ans. Celle que tu regardes a encore quelque chose. Ja, das heißt, das, was sie in diesem Tanz ausdrückt, sie kehrt sozusagen die Blickrichtung um und sie macht Herodes klar, der gesamten Gesellschaft klar, du siehst, so wie du mich ansiehst, du siehst keine erwachsene Frau, sondern du siehst so ein Kind von 14 Jahren an. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris de voir un être coupé une tête. Das heißt, wir dürfen überhaupt nicht erstaunt sein darüber, dass sie verlangt, dass dieser Kopf abgeschlagen wird. Ce qui est monstrueux, c'est de s'étonner d'en arriver là. C'est de s'étonner, d'être étonné. Ja, das heißt, man sagt eigentlich pervers, eigentlich monströs ist es, wenn man darüber erstaunt ist, dass es so kommt am Ende, weil es so kommen muss. C'est vraiment une œuvre très, très, très magnifique sur la passion, sur les amours interdits.
Sein großartiges Werk über die Leidenschaft und über die verbotene Liebe. Et je rends hommage à, j'espère en tous les cas, à Weil et à Strauss, parce que c'est un très beau cadeau de pouvoir travailler sur cette production pour moi aujourd'hui, parce que c'est un moment très fort que nous vivons dans nos sociétés, un moment chaotique que nous vivons dans notre société, et j'essaie de donner par là, parce que c'est très important, c'est pas parce qu'il y a du chaos qu'il y a absence de beauté, et Salomé doit produire de la beauté. Versteht seine Aufforderung als eine Hommage an Weil und an Strauss, die auch beiden Autoren dieses Werkes. Und er sagt, sie geben uns die Möglichkeit, in einer chaotischen Welt, in der wir uns befinden, auf eine chaotische Welt mit Schönheit zu antworten, darauf aufmerksam zu machen, dass auch wenn unsere Welt ins Chaos stürzt, es trotzdem noch eine Schönheit gibt. Alors peut-être que j'ai fait de Salomé la sœur que je n'ai pas. Vielleicht habe ich aus Salomé die Schwester gemacht, die ich nicht habe. Le portrait d'une sœur imaginaire. Eine imaginäre Schwester, die er porträtiert mit dieser Figur. Wird das von den Farben auch ungefähr eher so dezent, wie wir das hier gesehen haben? Oder gibt es da vielleicht irgendwie Bühnenbeginn, was Schrilles, weiß nicht? Il demande la couleur du spectacle. Si descend, en tout cas, ou si sont des couleurs plus fortes, plus agressives. Plus fort. Ja, es ist deutlich eine kräftigere Farblichkeit. Salomé est un peu plus rock que Hamlet. Ja, Salomé ist rockiger als Hamlet, keine Frage. Mais vous avez raison, parce que ça part de la blancheur. Aber die Frage ist, wer berechtigt denn auch? Darum beginnt es im Grunde mit der Weißheit, mit der Reinheit. Et le delta, c'est le rouge, pour moi. Donc je travaille sur des couleurs extrêmement fortes sur ce projet. Oui. Das heißt, er arbeitet mit extrem starken Farbakzenten in dieser Aufnahme. Darf ich wissen, welche, oder ist das zu viel? Le rouge. Das Rot. En fait, pendant tout le spectacle, pendant toute la production, il y a, vous allez le voir, je suis un grand amoureux de Rothko. Ein großer Bewunderer von Otmar Rothko, dem amerikanischen Maler. Et pendant 1h40, nous partons du blanc et nous allons vers le rouge. Das heißt, in dieser 1 Stunde 40, wie dieser Abend dauert, wir beginnen mit Weiß und wir enden rot. Et c'est une évolution très très lente qui passe par tout le spectre de couleurs qui va du blanc vers le rouge. Eine ganz ganz langsame Entwicklung, die das ganze gesamte Farbspektrum durchmisst. La lune est notre lumière. Der Mond ist unser Licht. Donc on a la chance extraordinaire. Vous le savez, je crois que tout le monde ici a peut-être eu la chance d'assister à un lever de lune rousse. Ja, jeder von Ihnen hat möglicherweise schon den Aufgang eines roten Mondes miterlebt. Une fois, j'étais dans une forêt et on a appelé les pompiers parce qu'on a vu le feu dans la forêt. Fand sich in einem Wald und man hat die Feuerwehr benachrichtigt, weil man Feuer zu sehen meinte. La forêt brûlée, c'était rouge dans la forêt. Dass der Wald brennt. Et puis on a compris c'était la lune en fait. Und erst später hat man verstanden, dass das der Mond war. Qui était rouge. Das ist sozusagen seine Assoziation. Also, aber nicht die Feuerwehr. Grüßen Sie. Sehr genau, ein Kompliment. Wirklich, es ist ganz begeistert, was du da erzählst. Ich hätte aber ganz eine persönliche Frage. Und zwar möchte er das Patriarchat nochmal zurückzukommen. Es ist natürlich jetzt ganz toll, hier zu sitzen und sich das alles anzuhören, aber könntest du uns sagen, vielleicht jetzt, wie sich das jetzt in deinem Kopf vor 20 Jahren angefühlt, was du, weil das ist ja ganz neue Inszenierung und ganze Art, ganz eine neue Art Theaterarbeit zu erleben, oder? Oder zu erleben. C'est une nouvelle façon, Hast du Theater? Hast du viel Widerstand erlebt? Est-ce que tu as vu de la résistance dans le procès du travail? Widerstand, Sie meinen jetzt auf welche Ebene? Ganz genau, jetzt zum Beispiel seine Studienzeit.
wie sich das alles angefühlt hat in seinem Kopf. Ah, donc peut-être ton expérience, donc ta biographie, comment commencer à étudier, comment s'est développé la notion, disons, du patriarcat, des hiérarchies. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre clairement. C'est une très complexe Frage, aber ich weiß nicht, ob eine treffende Antwort geben kann. Salomé, par exemple, pour Salomé, sur la production Salomé, j'ai pu voir des productions et des magnifiques productions. Bei Salomé zu bleiben, er hat bereits großartige Aufführungen dieser Oper gesehen, Inszenierungen. Avec une vision très masculine. Mit einer sehr maskulinen Vision des Werkes. Quand j'ai travaillé avec Maline, je lui ai dit, je ne vais pas te diriger et te dire comment est Salomé. Und in der Arbeit mit Maline hat er immer wieder gesagt, ich werde dich nicht dirigieren, ich werde dich nicht fernsteuern, ich werde dir nicht erklären, wie Salomé ist oder wer Salomé ist. Je vais créer avec toi l'univers qui t'entoure. Ich werde gemeinsam mit dir, werde ich das Universum schaffen, das dich umgibt. Et montre-moi ce qu'elle regarde. Montre-moi ce qu'elle regarde. Ah, und zeige mir das, was du siehst. Zeige mir, was du wahrnimmst. Parce que sinon, je pense que je ne comprendrai pas. L'intérieur de Salomé. Sonst könnte ich das anders, könnte ich das Innere von Salomé nicht verstehen. Maline était perdue au départ. Am Anfang war Maline verloren. Parce que je ne lui disais pas, là tu vois elle est malheureuse, là elle s'assoit, là elle est en colère. Là. Weil er ihr nie gesagt hat, jetzt gehst du von A nach B. Mais j'essayais simplement de comprendre tous ensemble, parce que tu le sais, tu as participé au process, d'être ensemble à essayer de comprendre le sujet. Es war ein Prozess wirklich gemeinsam, als Kollektiv, in der gemeinsamen Erforschung, zu verstehen, worum es geht. Pour entrer dans ma vie privée, um auf mein Privatleben zu kommen, j'ai pas grandi avec un père. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. J'ai grandi avec un collectif de femmes. Ich bin in einem weiblichen Kollektiv groß geworden. Mère, Mutter, Tante, Marraine, Patin, amie de ma mère, Freundin meiner Mutter. Et c'était très fort. Und das war eine natürlich extrem starke Erfahrung. Je crois que j'ai fondé le. Et c'est fou parce que tous les amis du collectif, on ne se connaissait pas et on a appris que beaucoup d'entre nous avaient été élevés par des femmes. Und es ist sehr verrückt gewesen, dass er mit seinen Mitgründern, Mitgliedern des Theaterkollektivs MXM, erinnern Sie sich, dass man plötzlich feststellte, wir sind alle ohne Vater groß geworden. Ce que j'en tire là-dedans, c'est quand j'ai eu la chance de grandir avec une éducation collective. Das heißt, er selber spürt sich wachsen durch diesen kollektiven Entwicklungsprozess. J'ai essayé dans mon travail de retrouver peut-être aussi cette manière de partager les choses. Je pense que par moment, si je faisais un spectacle en mode très patriarcal, moi, metteur en scène, j'ai une vision de Salomé, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que Salomé mesurerait ma taille et pèserait mon poids, autant vous dire, je ne ferai pas beaucoup de bruit. Tu comprends ça? Si, je pense que si j'avais une notion omnisciente. Wenn er sozusagen einen allwissenden Blick behaupten würde, auch Salomé. Regardez-moi, je mesure 1,75 m. Ich bin 1,75 m groß. Je fais 70 kg. Ich bin 70 kg schwer. Je fais pas beaucoup de bruit. Ich bin nicht sehr laut. Parce que je suis pas assez grand pour porter une œuvre comme celle-ci. Weil ich bin allein zu schwach, ein solches Werk zu schultern. À plusieurs, je pense qu'on peut porter la complexité et le poids. Das kann man nur gemeinsam, das Gewicht und die Komplexität dieses Materials, das kann man nur gemeinsam schultern. En fait, je suis malin. J'ai compris que quand on prend un meuble seul, c'est beaucoup plus difficile à déplacer qu'à plusieurs. Also es ist sehr viel schwerer, ein Möbelstück zu verrücken, wenn man das alleine versucht, als wenn man gemeinsam anpackt. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je hoffe, dass das eine Antwort ist. MXM, c'est une appropriation ou c'est. MXM, c'est un soir, on s'est tous rassemblés autour d'une table et tout le monde avait droit à 10 mots chacun. Also, sie haben sich versammelt, das Kollektiv, alle Mitglieder, um einen Tisch von MXM und jeder durfte 10 Worte sagen. Et on avait droit à toutes les langues. Man durfte jede Sprache benutzen.
On a jeté le mot dans, dans le chapeau. Man hat diese Worte in einen Hut geworfen. Et on a dit, on tire trois mots. Et on a dit, on prend trois mots. Und drei Worte herausgezogen. Random. Zufällig. Monkeys. Affen. Ex. Sortir. Ex. Rausgehen. Machine. Machine. Les singes sortis de la machine. Die Affen verlassen die Maschine. He said, we said, okay, it's good for us. We like it. But we keep only M, ah, X, M. M, Monkeys, X, M. Ex machina. Monkeys, ex machina. Yes, 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 it was amazing. That was a beautiful night. We drank some wine. We were very happy. We were young. We were 20 years old. And this title happened. And we said, okay, I like the monkeys. And I like the machine. That was, yes, a really awesome. Und ich glaube, wir sind ans Ende unserer Zeit gekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse.